So, einen schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Schmalspur-Ausgabe, sage ich mal, eine Pressekonferenz nach dem Spiel in Zimmer 3 gegen Lippe Hockey Hamm. Der Gästecoach, ich war eben unten, der ist schon im Bus verschwunden, hat vielleicht auch genug gesehen heute von dem Spiel. Aber wir haben zum Glück noch unseren Trainer, den Fred Carroll. Und da möchte ich ihn zumindest fragen, Herr Fred, was siehst du heute für Schlüssel aus dem Spiel? Weil zu 0, ich glaube, für Markus Keller, denke ich mal, auch eine ganz gute Sache. 5:0 im letzten Drittel, 0:0. Siehst du das eher negativ, positiv? Was sind deine Gedanken heute zum Spiel? Danke zum Spiel. Weil viele hier, die haben sowieso die eigene Meinung, die ist euch, so ich brauche nichts viel zu sagen. Haben gewonnen, 3:0 und wir sehen uns schon da. Ja, ich denke mal, das sollen wir dann auch so stehen lassen. Das reicht auch zu dem Spiel. Am Sonntag haben wir gleich das nächste Heimspiel gegen Neuss. Fragen von der Presse, glaube ich, gibt es auch keine, weil hier ist keiner von der Presse vertreten. Dann will ich mal auf das Spiel am Sonntag verweisen gegen Neuss. Da geht es ja nochmal um 3 Punkte, weil wir haben auch noch ein paar Ergebnisse, die durchaus auch interessant sein können. Und zwar steht es dabei, das interessiert uns, glaube ich, am meisten, Essen spielt in Dortmund, da steht es nach dem 2. Drittel 2:2. Also wenn Essen verlieren sollte, 4:2 mittlerweile, okay, dann läuft schon im letzten Drittel, danke, für Dortmund, ja? Ja. Okay, also wenn Essen verlieren sollte und Sonntag vielleicht gegen Duisburg auch Punkte lassen sollte, haben wir vielleicht noch eine Chance auf den 3. Platz, wie auch immer. Und Duisburg-Ratingen, das ist ein Endstand 5:4, auch ein knappes Ergebnis. Und Königsborn gegen Herne, da steht es im letzten Drittel 3:4. So viel dazu. Zuschauer hatten heute Abend 450. Und dann würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir uns am Sonntag gegen Neuss bei diesem letzten Vorrundenspiel dann hier zu Hause um 19 Uhr sehen würden. Und dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende und bis zum Sonntag. Dankeschön. Ciao.